Na, das Spiel hat mal ein klasse Cover. Das verspricht doch gnadenlose Action im Stile der guten alten klassischen Actionfilme aus den 80er und frühen 90ern. Ich hatte das Spiel für einen meiner Jahresrückblicke hier angespielt und war durchaus angetan. Höchste Zeit also, dass ich mir das Spiel mal genauer anschaue. Was taugt Fortified Zone für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Jaleco Entertainment entwickelt und auch 1991 weltweit veröffentlicht, wobei es in Japan unter dem Namen Ikari no Yusuai, entschuldige meine Aussprache, erschienen ist. 2011 erschien es auch auf der virtuellen Konsole des 3DS. Wenn ihr eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte erwartet, seid ihr hier natürlich falsch. Ihr infiltriert einen Militärkomplex und müsst euch zum Herzen durch allerlei Gesocks schießen, bis ihr alles endgültig zerstören könnt. Im Prinzip ist das Spiel ein simples Run-and-Gun-Spiel, welches aus einer leicht gekippten Draufsicht gespielt wird. Für die Zeit jedoch ungewöhnlich könnt ihr aus zwei Charakteren auswählen, die sie sogar unterschiedlich spielen. Das erhöht den Wiederspielwert natürlich enorm und ihr könnt euren Kämpfer nach euren Vorlieben auswählen. Zur Auswahl steht euch der männliche Söldner Mizuki. Der kann alle Waffen nutzen, ist jedoch nicht sehr beweglich und kann daher nicht springen. Ist wohl zu schwer beladen. Der andere Charakter ist die weibliche Söldnerin Mizuki. Die ist natürlich agiler, kann nicht alle Waffen benutzen, aber dafür springen. Der Unterschied ist jetzt also nicht allzu heftig groß, aber immerhin besser als nichts. Bei eurer Reise durch die feindliche Festung müsst ihr euch durch vier Level ballern, die alle aus einer Vielzahl von Räumen bestehen, wobei ein Raum immer den kompletten Bildschirm einnimmt. Damit auch optisch etwas Abwechslung mit hineinkommt, spielen diese auch immer in etwas anderen Umgebungen. Damit ihr den Überblick nicht so schnell verliert, könnt ihr glücklicherweise jederzeit eine Karte einsehen und so wisst ihr immer, wo ihr schon wart und wo nicht. In den Räumen stellen sich euch natürlich auch diverse unterschiedliche Gegner und auch Fallen in den Weg, die alle sehr abwechslungsreich und passend gestaltet sind. Am Ende des Levels erwartet euch natürlich besonders schwierige und aufwendig gestaltete Bossgegner, wie sollte es auch anders sein. Zum Glück könnt ihr auf eurer Reise natürlich auch diverse Sachen einsammeln und so landen Medipacks, Flammenwerfer, Handgranaten und so weiter in euren Rucksack und erleichtern euch die eine oder andere Stelle. Praktisch sind vor allem die Medipacks. Wenn ihr welche auf Vorrat eingesammelt habt, heilen die euch automatisch, wenn ihr keine Lebenspunkte mehr habt. Ansonsten ist das Gunplay und Steuerung sehr gut gelungen und macht euch nie Probleme. Was natürlich immer eine feine Sache ist, das Spiel bietet euch ein Passwortsystem, mit dem ihr später dann in den Level einsteigen könnt und so müsst ihr nicht immer wieder von vorne anfangen. Die Grafik ist dabei für einen so frühen Titel sehr gut gelungen. Die Sprites sind angenehm groß und ihr behaltet jederzeit die Übersicht. Nur die Umgebungen hätten hier und da vielleicht etwas mehr Details vertragen können. Der Sound ist hingegen eher Durchschnitt, wobei die Musik teilweise echt gut gelungen ist und zum Mitgrooven einlädt. Was taugt Fortified Zone für den Gameboy heute noch? Für One-and-Gun-Fans kann ich das Spiel nur empfehlen. Es bietet solide Action und die beiden unterschiedlichen Charaktere sind natürlich spitze. Für die absolute Spitzenklasse fehlt es meiner Meinung nach hier und da am gewissen etwas, aber es lädt zum entspannten Zocken ein. Das war der Test zu Fortified Zone für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.